und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexed auf meinem Kanal mit dem FBI-Gamer. Hallo! Moin! So, jetzt ist ja letzte und vorletzte Woche leider ausgefallen. Ja, weil ich fand nicht online und unsere Folgen, also wir hatten nicht genug vorproduziert, bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Ja, und ja gut. Ja, und deswegen leider ein paar Mal ausgefallen. Es tut uns leid. Allerdings, wir versuchen das ab jetzt wieder die Folgen kommen. Und ich gehe jetzt erstmal ins Schlafen. Bei dir zumindest, bei mir kommt das eher alles ein Jahr später. Und ich werde demnächst wirklich mal noch die Folgen hochladen. Ich wollte sogar heute noch die vierte und die... die vierte habe ich schon geschnitten. Die muss ich nur noch... Also, ja, die muss ich nur noch hochladen. Ich muss halt noch die fünfte und die sechste wollte ich heute... Oder zumindest die fünfte heute noch schneiden. Und dann halt morgen hochladen. Die vierte werde ich dann heute hochladen. Ja. Damit da bei mir auch mal wieder was kommt. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche nicht, weil mein Fenster ist auf. Na, ich hab's ja gerade gehört, aber ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. Ja, weil es ist sehr warm und mein PC macht das Ganze noch ein bisschen wärmer. Weil das steht hier direkt neben mir, aber ist ja nicht so wichtig. Ich brauche meine Wasserkühlung. Einfach kaltes Wasser drüber kippen. Okay, das Problem ist, ich kann nicht meine volle Rüstung enchanten. Nicht? Wieso nicht? Ach, ich noch nicht. Level hab. Ich brauche schon mehr Level. Oh, ich habe das alles für meinen Kackbogen verwendet. Jetzt kann ich das nicht mehr für meine Rüstung machen. Ich bin so armselig. Und deswegen müssen wir jetzt in den Dungeon gehen und uns Level holen und hoffen, dass wir beide nicht sterben. Ich guck mal, ob ich noch so ein paar Mongo-Flaschen hab. Also das wäre ja geil. Also meine Brust und meine Hose ist gesaved. Also das Schlimmste ist halt, dass dann die Hexige Diamonds halt... Nein, es ruckelt. Ja. Das Schlimmste wäre halt, wenn die Hexige Diamonds im Arsch wären. Ja. Das wäre doof. Hier ist nichts. Da ist nichts. Das sind Tränke. Bring mal hier mit raus. Was ist das hier? Fire Grenade. Ne, das wollte ich nicht. Mein Was wollte ich jetzt sagen? Genau, mein Electric Staff ist auch fast kaputt irgendwie. Meine auch, aber wir haben ja so viel Scheiße. Wir können uns locker neue craften, oder? Warte, ich guck kurz. Essenzen. Ja, wir haben noch 55 Electric Essence und Diamanten haben wir noch fast zwei Stacks. Also das... Dann mach ich ja, okay, das sollte ausreichen. Enchantment Bottles, also... Ja, da habe ich leider keine mehr. Das ist jetzt blöd, aber ich mach mal gerade neue... Stäbchen. Ich arbeite auch gerade dran. Ich entleere mal ganz kurz meinen Rucksack. Den letzten, den ich noch hatte. So. Ich habe uns zwei so Herzen, müssen mal gucken, wie das geht. Ich weiß, das Crafting-Rezept dafür nicht. Deshalb ja, dafür müssen wir auf jeden Fall mal in Neta, soweit ich weiß. Ja, das wäre mal ganz gut. Im Neta suchen wir den Peter. Boah, ich kann besser reimen wie ApoRed. Okay, ich glaube, das kann so ziemlich jeder, aber... Ach, jetzt habe ich die Magic Essence vergessen. Ups. Das ist doch cool. Das war natürlich doof von mir. Ich entmisse noch ganz kurz mein Inventar. Die goldene Feder darf man natürlich nicht raustun. Ich vergesse immer, dass man das ja drin lassen kann bei der Werkbank hier. Ja, ist so. Ich nehme es dann richtig oft auch mit raus einfach. Aber weil man das so vom normalen Minecraft so scheiße gewohnt ist, ne? Ja, ist einfach so. So, ich habe jetzt 4 Sticks. Das heißt, also Staffs meine ich. 2 für dich und 2 für mich. Einen kommen wir ja noch in eine Kiste tun. Wir müssen ja nicht alle direkt mitnehmen. Oh. Gibt's nur noch einen, Steph? Ich habe noch einen Ersatz in meinem Inventar gerade gefunden. Ja, Moment, ich habe hier noch Sternenstaub. Da habe ich noch ein bisschen auch unnötige Scheiße, die kein Mensch braucht. Ja, gut, das tue ich alles da rein. Sind dann alle leer. Fackel soll ich mal nicht wegtun. Oben in den Werkbänken hatte ich noch Scheiße, ne? Ja, da hinten war noch ein halber Backpack drin. Okay, ich nehme noch ganz kurz 2 andere große Backpacks mit. So, ich habe jetzt 2 Stäbe für dich. Den einen kannst du ja irgendwo wegtun. Ist ja deine Sache so. 1, 2 und dann entscheide ich mal eben. Also, dann mache ich noch ein bisschen von meiner Rüstung. 11 Level habe ich ja noch. So, Unbreaking, Soul Tether und. Ey. Ich muss noch ganz kurz Pfeile ins Archiv packen. Wie meinst du das ins Archiv? Er muss die Pfeile ganz kurz entsorgen. Achso, weil ich die meine. Ah, okay, ja. Ich meine. Magenta Backpack. Achso, da ist nur der Spiegel drin, ne? Ah, ich habe 11 Enchantment Bottles. Das ist... Och nein, mein Rucksack ist noch voll. Ach Gott. Die kann ich gleich erstmal schön alle leer machen. Ich hoffe, das stört nicht. Also ich mache jetzt erstmal nur Soul Tether.
Ja, generell habe ich auch nur. Das ist ja auch so nicht am wichtigsten. Ach nö, man braucht für Soul-Tether 12. Willst du mich verarschen? Ich habe richtig viele Level insgesamt, ne? Vielleicht reicht es bei dem Helm wenigstens für Soul-Tether. Nein, auch nicht. Ach komm, leck mich. Warte, ich habe 11 Enchantment-Bottles für dich, die gebe ich dir. Jo, danke. Dann mache ich erstmal die Brustplatte, die ist am wichtigsten. Ja, ich habe auch auf Brustplatte und Hose, aber das ist eh scheißegal, weil Gold und Obsidian ist nicht so schlimm, wenn das weg ist. Schlimmer ist, wenn wir halt ein Hexige Diamond verlieren würden dadurch. Ja. Dann mache ich mal ganz kurz meine Backpacks leer und dann können wir auch wieder auf Tour gehen. Ja, beeil dich, wir müssten echt mal irgendwie so ein besseres Kistensystem bauen. Was wir machen könnten, wir könnten ja versuchen, so einen Zusatzmod zu installieren mit diesem Kistensystem, was automatisch einsortiert. Kennst du den Mod? Nee. Kann man so eine Pumpe, da kann man so eine Kiste bauen und dann baut man da hinten dran so einen Motor quasi und dann wird alles aus der Kiste gesogen und irgendwo dann andere Kisten einsortiert. Okay, das ist ja cool. Leider weiß ich gerade nicht, wie der Mod heißt. Allerdings wird man das ziemlich leicht herausfinden können. Ja. Und somit hat man dann absolut kein Problem. Dann baut man sich vielleicht eine, vielleicht zwei Doppelkisten, da unten dran einen Motor. Dann baut man eine Leitung und dann wird das irgendwo in Kisten einsortiert. Okay. Und ja, dann baut man sich irgendwo ein riesiges Kistenarchiv, wo alles beschildert ist und so. Und mit einer Diamond-Picke, Effizienz 5, sollte das ja kein Problem sein, so einen riesen Raum mal eben zu bauen. Mhm. Die Emerald Chest, da muss ich auch nochmal in die anderen Kisten ja aussortieren. Ich brauche so generell mehr Kisten. Weil hier so eine alles mögliche Kiste, das hilft mir auch nicht weiter. Außerdem müssen wir hier generell mal ein bisschen umbauen, finde ich, weil das hier Kohle in der Decke ist und hier Gras in der Wand und so, das müssen wir alles mal ändern, glaube ich. Außerdem ist meine wertvolle Kiste, da ist viel zu wenig Platz. Habe ich also Tränke? Mann. Ich brauche noch mal so ein paar zusätzliche Kisten, das machen wir aber irgendwann mal. Also halten wir mal fest, so ein riesen Kistenarchiv wäre eventuell gar nicht schlecht. Also ich habe nur zwei unsortierte Kisten. Sei mal die alles mögliche und die Emerald Chest, die große. Ansonsten ist alles sortiert. Ja gut, die Blöcke-Kiste kann man jetzt nicht wirklich sortiert nennen, aber da sehe ich nur. Ja gut, was haben wir schon groß? Ich habe Blöcke, da brauche ich keine neue. Dann fahr doch mal woanders lang mit deinem Kackmotor, Alter. Und das ist so laut. Normalerweise mag ich das ja, wenn so laut will. Ja, aber das regt einfach nur auf, ey. Weiß, hier fällt nie einer her, außer alle paar Minuten mal dieser scheiß Bus. Eben sowieso nie einer drin sitzt, aber... Alle halbe Stunde fährt er bei dir her. Ja, ohne Witz, da sitzt nie jemand drin. Wieso fährt er? Also, ja, gut, manchmal vielleicht ein, zwei Omis da, aber sonst sitzt da nie einer drin. Wer denkt sich das aus? Und auch um 6 Uhr, um 6 Uhr bin ich irgendwie aufgestanden, weil, also da war in den Ferien, weiß ich nicht, wieso ich da wach war. Da sehe ich, guckst du aus dem Fenster, fährt erstmal ein Bus lang. Wer fährt denn? Ja. Okay, morgen die Leute, Schulzeit die arbeiten, ist da aber vielleicht mal jemand drin, aber ganz ehrlich, sonst braucht kein Mensch diese Linie. Außer morgens und nachmittags wegen Schule oder so. Dann bauen die hier auch noch genau vor der Haustür bei mir eine Bushaltestelle. Er ist so, also am liebsten würde ich davon ja mal ein Bild einblenden, wie bei dir genau vor der Tür quasi diese Haltestelle ist. Allerdings, wenn ich das fotografiere, wüsste man ziemlich genau, wo wir wohnen. Ja, eben das. Und bei mir ist auch für Straße auch so ein Radau. Ich habe nämlich 2 von 2 Fenstern auf. Ey, wer fährt denn bei dir schon her, Alter? Das ist eine Einbahnstraße. Da kann man immer richtig wenden. Sackgasse kann eine Einbahnstraße. Wenn du Einbahnstraße und Sackgasse gleichzeitig wäre ein bisschen doof. Voll, der Sinn. Ja, scheiße, geht aber nicht rückwärts fahren. Ja, dann stehst du da. Dann hast du auf gut Deutsch mal gelitten. Ja. Ach, guck mal, jetzt kommt schon wieder hier so ein Bus, Alter. Hörst du das? Nee, den Bus höre ich nicht. Sei froh. Bin ich auch. Alter, wer baut da eine Bushaltestelle hin? Da steigt doch nie einer ein. Also einsteigen würde echt nie jemand. Ja, ich fahre da höchstens mal mit dem Bus, wenn ich mal irgendwie in eine Stadt will oder sowas, aber ansonsten fahre ich da nie mit dem Bus. Das verstehe ich auch nicht. Ich fahre auch immer hier die andere Linie bei uns im Stadtteil.
Wo habe ich jetzt die? Ach, da ist die Seite. Essenzen. Deswegen habe ich mich letzte Folge auch so gewundert, warum du keine Hexical Essenz mehr für meine Rüstung übrig hattest. Ja, ich bin gerade voll verwirrt. Wo sind denn die her? Also ich meine, ja, schön. Ey, man, du hast es doch irre viele und deswegen kannst du mich auch gewundert, warum letzte Folge keine mehr. Ich guck nur mal so durch, was du alles für Scheiße dran hast. Hier. Ein Boomerang, alles klar. Water Steps. Guck mal an. Leute, das, unsere Essenzen sind einfach richtig durch die Decke gegangen. Na gut, alles aus der Kiste kann alles in diese alles Mögliche. Okay, komm, dann lass jetzt mal losgehen. Warte, ich habe mich gerade verirrt. Ach, da geht's raus. Ich habe schon was ziemlich Cooles ausgefunden. Und da würden wir auch in der Wüste was ausgefunden. Aha. In der Rüstung, in der Wüste gehen, da wo es jetzt aktuell nicht regnet oder schneit. Also fliegen wir mal am besten. Heute mal. Kann es stürmen, regnen oder schneien. Ist bis hinter mir? Relativ egal. Ja. Das Spiel geht ja online. Nein, mein Stab! Ich habe ihn weggeworfen. Ich nehme mal einfach geradeaus, ne? Ja, so ungefähr. Ist schon in Ordnung. Hier brennt ein Baum. Da müssen wir mal anhalten. Denn jo, hier ist ein Meteorit eingeschlagen. Der übrigens ziemlich scheiße aussieht. Jo, Schutzschild wollten wir auch noch machen, ne? Ach ja, stimmt. Brauchen wir das? Habe ich was eingesammelt? Gunpowder und Setzlinge brauchen wir alles eigentlich nicht. Auf jeden Fall, wo bist du? Oder wo bin ich, besser gesagt? Du bist einfach weggelaufen. Komm mal zurück zu dem Meteor. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt mal Meteor sein. Ja, da ist eh nichts Besonderes. Und dann fliegen wir jetzt in die Richtung hier einfach weiter. Einfach nur ein doofer Meteor. Ich sehe dich gar nicht. Du bist da vorne. Rechts ist ein Haus, aber es kann uns egal sein. Ja, lass mal das Haus mal Haus sein. Was geht der hier noch hin? Hier? Geht der überhaupt irgendwo hin? Nein. Okay, alles klar. Voll der doof, Mann. Oh, ich habe einen Strauß gefunden. Ist es ein Strauß? Ein Ostrich? Ja, ist ein Strauß, glaube ich. Ach komm, mal hier hinten sehe ich einen Battle Tower. Ich, ja, schade. Ich wollte einen Storch, das ist kein Storch, einen Strauß reiten. Du denkst, du hast Battle Tower. Das ist aber so ein ganz doofer, langweiliger, ganz normaler. Der sieht aber ganz gut aus. Ja, aber auch mal wieder einen, der nach unten geht. Hatten wir es letzte Folge. vorletzte, sorry. Okay. Ja. Ist das so, weil ich boah, ist ja schönes Leben hier. Ich tausche mal ganz kurz die Spitzhacke. Nein, meine Spitzhacke. Dann gucken wir mal kurz, ob der nach unten geht. Ja, der geht nicht nach unten. Egal, komm, lass trotzdem holen.
Nee, ja klar, holen wir uns den. Ich wollte nur halt gucken, ob der nach unten geht. Ja, ich hole mir schon mal den Spawner in der nächsten Etage. Ja, ja komm, lass mich mal in Ruhe, Babyspinnchen. Alles klar, Pfeile. Ja. Ja, du, mein Freund, bist ziemlich kacke. Oh, ich warne hätte die, das ist ja lustig. Ja, ist ja auch viel Stuff drin gewesen. Na, der dann lohnt sich ja, obwohl die Enchantment Battle und die. Ach, komm, scheiß drauf. Oh, Skeletten. Oh, lohnt sich ja. Ich habe das Gefühl, wird dann beobachtet. Hm, da war doch gerade was. Hä, da war gerade wirklich irgendwas. Hä, war da nicht gerade irgendwie so ein Skelettkopf in der Luft? Bescheuert, da ist gerade ein Skelett hinter dir runtergefallen oder so. Achso, ja, okay, dann erklärt das eigentlich. Okay, wir gehen mal weiter Mobs auf die Fresse. Oh, scheiße. Nee, gut, ich warne die sowieso alle, also wenn juckt's. Ja. Das hat sich gelohnt. Haben wir gefahren? Nö, wir haben noch 4-5 Vitation. Obwohl eher 3-4. In 3 oder 4 sollten wir mal Och, gucken. Doofes Viech, ey. Wieso machst du das, ne? Fühlt sich jetzt stark oder was? Oder so einen krassen Typen, wie mich hier runtergeboxt hast. Ich ob hier so gut Scheiße drin neben Dungeon. Ach, komm, Alter. Scheiß mal auf die Spawner gerade. Obwohl, nein, die bringen XP. Ja, die bringen richtig krass. Alter, Pepe. Das ist übrigens auch der zweite Grund, warum ich bin. Hast du nicht nur, weil sie eklig sind, sondern weil sie einen ganz gerne mal runterschubsen. Ist ja, wir kennen ja jetzt die Wespenspinne, ne? Hör auf, die ist eklig. Ja, ich hab die live gesehen. Jetzt krieg ich voll Gänsehaut. Ich werde nie nach Spanien fahren. Gut, ich glaube, fahren ist eh schlecht, also. Ja, es dauert 20 Stunden ungefähr, je nachdem, wo du hinsitzt. Ja, gut, dann doch lieber fliegen, aber auch das wäre. Anscheinend wegen diesen ekligen Viechern da. Oder auch Australien da. Diese ganzen giftigen Kackviecher da. Das wäre nichts. Ja, warte, wir müssen mal ganz kurz gucken. Nicht looten, die einer nächste Kiste. Einer geht noch. Ah, Bossspinne. Ah, Bossspinne! Hey. Spinnchen de la Bossas. XP. Hast du irgendwas gedroppt bekommen von der? Nee. Ist sie gestorben? Moment doch, ich habe eine Living Metal Axt bekommen. Moment, diese Kiste nicht looten. Wie machen wir das diesmal? Ich würde sagen, jedes Mal gehe ich hoch und du lootest, weil sonst habe ich es immer anders gemacht. Moment, warte mal. Mach mal ganz kurz Wecker zu. Okay, dann geh hoch. Hey, Kollege Turnschuh. Okay, er ist runtergefallen. Ich loote die Kiste hier oben. Doch, er ist runtergefallen. Als ob, ich habe die Kiste komplett gelootet. Warte, ich komme nach oben. Lass mich von oben einen Bogen oder so abschießen mal. Magic Mirror. Golden Gesal. Ich loote hier gerade ganz entspannt, weil das ist eh runtergefallen. Ich habe irgendwas ein Pokéball gefunden. Sieht zumindest ein bisschen so aus wie ein Pokéball. Alles klar. Also, nein, so sieht ein Pokéball nicht aus. Aber sieht aus wie so ein gelber Pokéball. Spawn Yellow Chocobo. Och, es wäre so geil gewesen, wenn es ein goldener gewesen wäre. Ich loote hier ganz gechillt die Kiste und der. Was war der untere drin? Nichts Wichtiges. Also, ich kann ganz kurz nachgucken. Diamanten, ein paar Granaten, Magic Essence, EP-Flaschen, also nichts Besonderes. Also da ist... Mach mal jetzt so einen Outstand da unten. Hör mal auf, da unten zu explodieren, nein. Weißt du was? Geronimo. Okay, ich wollte ihn eigentlich gerade so... Finish him und so, ne? Schlagen. Okay, wie lange nehmen wir jetzt auf? Ich habe einen Ledgerbow gekriegt, geil. Alles klar. Okay, sag mal, wie lange wir aufnehmen? 33 Minuten, aber wir wollten das ja cutten. Ja, okay, dann kommen wir noch ganz kurz. Sau lustig, im Wasser hier regnet, aber in der Wüste nicht. Ich würde aber eigentlich sagen, wir machen für diese Folge Schluss. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier unten in die erste Etage von Dungeon, dann gucke ich mal ganz kurz hier. Yellow Chocobo ist eigentlich nichts Besonderes. Was habe ich denn hier? Rift Blade. Oh, das ist der ganz doofe da. Das sind die doofen Portale, die eigentlich keiner braucht. Wobei, da sind auch manchmal Sachen, die man looten kann, aber das ist zu gefährlich. Ja, ansonsten auch nichts wirklich Besonderes. Hier wieder so Alkahes. Verstehe ich auch nicht. Und dann Lilypad of Fertility. Ach so, das ist hier wieder das Ding, das was kaputt macht, wenn man... Es macht so keinen Sinn. Wo bist du? Ach, da. Okay. Ja, ich würde sagen,
Das war's von der Folge. Ja. Lasst einen Aufruf da. Ja, genau. Wie immer auch da lassen. Wäre super nett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss.